Kennt ihr auch diese überdrehten YouTube-Videos? 65.000 Euro! 200.000 Euro in 6 Monaten! Ich hab's geschafft! Jetzt bist du dran! In denen einem erzählt wird, dass man ganz schnell reich werden kann. Die Dinger werden millionenfach geklickt. Ich habe mit solchen Geschäften 36.000 Euro verloren. Ich habe mich gefragt, wer oder was steckt da eigentlich dahinter? Ich habe das tatsächlich so als Werbung bei YouTube, wo das immer so Videos vorgeschaltet, und das war mega nervig. Und ich meine, dieser Typ, der ist ja so überdreht und so auffällig. Nur das Beste. 50.000 Euro Auto, 10.000 Euro Uhr. Was will man mehr? Ich brauche nie wieder arbeiten. I'm running away. 65.000 Euro! Fuck! Geil! Guck mal, hier ist er, mein Traum. Ich hab's geschafft! Da würde mich aber interessieren, ob das wirklich Leute machen. Und vor allem glaube ich auch nicht, dass der da 65.000 Euro gemacht hat mit der Methode. Der Typ aus dem Video nennt sich Julian. Angeblich verwaltet er auch die WhatsApp-Gruppe, in der ich jetzt Mitglied werden möchte. Deshalb schreibe ich ihm. Mit den Worten aus dem Video. Okay, ist angekommen. Jetzt bin ich gespannt. 6,4 Millionen Aufrufe hat das jetzt schon. Oh, er hat geantwortet. Hi, ich wünsche dir einen schönen Montag. Ich schicke dir nachher ein paar Infos, dann können wir starten. Jetzt steht da noch mehr. Wenn du mittraden willst, melde dich einfach hier an. Du kannst schon mit 250 Euro anfangen. Okay, jetzt klicke ich mal auf den Link in der Hoffnung, dass ich mir nicht den bösesten aller Trojaner runterlade. 24option.com. Aha, guck mal, man eröffnet hier ein Konto bei 24option. Mal gucken, 24option.com. Das ist ja krass, okay. Mit dem Konto bei 24option, einer Brokerfirma in Zypern, soll ich sogenanntes CFD-Trading machen. Im Prinzip Wetten auf Börsenkurse, ziemlich riskant. Was ich genau wetten soll, das sagt mir Julian in der WhatsApp-Gruppe. Wie sieht das 24option, dass man auf YouTube absolute Laien für solche Geschäfte anwirbt? Ich habe 24option gemailt, aber sie antworten mir nicht. Also schaue ich mal persönlich vorbei. In Zypern hat die Brokerfirma ihre Zentrale. Okay, es ist doch in die Richtung. Excuse me, I'm looking for number 39. This is what are you looking for? This is, I'm looking for 24option. We are from Germany. I'm a journalist and I wrote an email to 24option and got no answer. No, I'm sorry. Let me check. Okay. Okay, ich glaube, es gibt drei Möglichkeiten. Erstens, er kommt einfach nie wieder zurück. Zweitens, es wird gerade irgendwie Pressesprecherin, Pressesprecher alarmiert. Drittens, die Polizei ist auf dem Weg. You're waiting for something. I talked to your colleague. My name is Christian Deker. I'm a journalist from Germany. Mm-hmm. And I'm looking for the office of 24option. 24option has nothing to say. 24option is a private company. Yeah. We are not interviewing, not allowing journalists to get in. Okay. Okay. And you don't answer any questions? No. We're a private company, we don't need to answer any question. Only okay. To the regulators. Okay. Okay. So you're... I'm asking to just stop taking the photo. Okay. Okay. Auch auf meine Fragen, die ich später noch ein zweites Mal per E-Mail gestellt habe, hat 24option nicht geantwortet. Okay, nochmal zum Mitschreiben. Also das ist Julian aus dem YouTube-Video. Und Julian macht Werbung für seine WhatsApp-Gruppe. Und diese WhatsApp-Gruppe gibt Julian Trading-Tipps. Das Trading, das man da machen soll, ist sogenanntes CFD-Trading. Das ist im Prinzip hochriskantes Spekulieren auf Kursentwicklungen von zum Beispiel Aktien oder auch Währungen. Und man soll bei 24option ein Konto eröffnen und mit diesem Konto traden. Die Frage ist jetzt, was hat Julian eigentlich davon, dass man bei dieser Firma in Zypern ein Konto eröffnet? Ganz einfach, 24option bezahlt an Julian für jeden Neukunden offensichtlich Geld. Und zwar bis zu 250 US-Dollar steht auf der Website. Wie sieht das Julian? Im Video gibt es keinen Hinweis, wer er ist oder wo er lebt. Aber der Drehort des Videos ist markant.
Also ganz auffällig sind hier diese Silos. Man sieht hier zwei Silos. Unsere Vermutung war, dass es nicht ganz so viele Silos dieser Art in Deutschland gibt und dass man über diese Silos vielleicht rausfindet, wo das sein könnte. Ich habe eine etwas ungewöhnliche Frage an Sie. Mein Vorschlag wäre, dass ich Ihnen vielleicht einfach dieses Foto mal schicke. Bei uns würde zum Beispiel interessieren, was das für Silos sind, also für was die genutzt werden. Danke, tschüss. Ja, der hat das an alle Innendienstmitarbeiter geschickt und die treffen sich jetzt gleich heute Nachmittag und dann wollen sie darüber sprechen, ob das irgendjemand kennt. In den Silos soll Streusalz für den Winter gelagert werden, erfahre ich. Also das hier ist der Bauhof und das hier, dieses weiße Gebäude, das ist die Straßenmeisterei. Ah, verstehe. Und diese Vorfahrt hier, da fahren die mit ihren Straßenmeistereifahrzeugen. Und tatsächlich habe ich gerade eben gedacht, dass ich es gefunden habe. Hier habe ich jetzt gedacht, das könnte es sein. Hier sind zwei Silos und hier ist die grüne Insel. Auf den ersten Blick hätte es das gut sein können. Sehr schade, aber die Suche geht weiter. Chats von den Trailern aus der Community. Geil. Mit so mega vielen Geldscheinen. Das bringt mich auf eine Idee, wie ich Kontakt zu Julian bekommen könnte. Ich besorge mir 7.000 Euro aus der Kasse der Kantine. Und ich schicke das Foto an den Betreiber der WhatsApp-Gruppe. Das hier? Ist gut, oder? Roten Schuhe kommen geil. Ist okay, oder? Mhm. Dann schicke ich es jetzt. Ja. Sehr krass ist es. Vielleicht meldet sich Julian bei mir. Aber es kommt besser. Nee. Guck dir das an. Yes. Er hat sich gerade 7.000 Euro auszahlen lassen. Nein! Gönn dir. Die nächsten Trends schicke ich wieder live auf. Er hat das jetzt gepostet, sozusagen für alle. Ungeprüft wird mit meinem angeblichen Gewinn Werbung in der Gruppe gemacht. Die ganze Gruppe sichtbar. Wien, Österreich. Ich frage mich, ob man eigentlich auch in Wirklichkeit mit CFD-Trading so viel und so schnell Geld machen kann. Mit einem, der daran glaubte, bin ich hier verabredet. Wir treffen uns an einem neutralen Ort, einem Hotel. Denn er will unerkannt bleiben. Nicht einmal seine eigene Ehefrau weiß, dass er beim Trading bei verschiedenen Anbietern 36.000 Euro verzockt hat. Er handelte nicht über Julian. Und am Anfang lief es noch gut. Er machte satte Gewinne. Was war denn der höchste Guthabenstand, den Sie jemals hatten? Der höchste Guthabenstand waren 61.000 Euro. Und wie viel davon haben Sie bisher ausgeschüttet bekommen? Null. Man glaubt, das geht gut. Super. Endlich kann ich mir eine Tasche voll Geld verdienen. Im Endeffekt war es aber keine Tasche voll Geld, sondern eben ein Verlust von 25.000 Euro bei einem Anbieter und 11.000 Euro bei einem anderen. Warum haben Sie sich denn eigentlich überhaupt dazu entschlossen, in sowas Geld zu investieren? Ich bin im Prinzip nicht so blauäugig. Ich habe mich natürlich erkundigt und habe mich schon immer für Börse interessiert. Nur, ich wollte einfach ein schnelles Geld machen. Das war Dummheit. Was würden Sie anderen Leuten raten, die überlegen, so ein Trading zu machen, die vielleicht so ein Video im Internet gesehen haben? Naja, Finger davon lassen. Absolut die Finger davon lassen, bitte. Ob er von den 36.000 Euro, die er insgesamt eingezahlt hat, jemals etwas wiedersieht, ist ungewiss. Er hat einen Anwalt eingeschaltet. So, Herr Decker, jetzt haben wir's. Ich bin soweit. Patrick Wilson, sein Anwalt. Einer, der sich auf solche Fälle spezialisiert hat. Also sicherlich würde ich CFD-Trading niemandem wirklich empfehlen, der nicht bereit ist, alles zu verlieren, was er einsetzt. Es handelt sich eben hier um ein sehr hochspekulatives Produkt. Das heißt, Sie können eine Kursentwicklung beispielsweise über die nächste Minute vorhersagen oder tippen. Und da ist es natürlich völlig unmöglich, vorauszusagen, wie sich dieser Kurs entwickelt. Das ist ein reines Glücksspiel letzten Endes. Verstehe. Das ist eigentlich, wenn ich das richtig verstehe, jetzt ist das eigentlich so, wie wenn man ins Casino geht und Roulette spielt. Genau, da können Sie sich auch entscheiden, ob rot oder schwarz. Ja, und am Ende gewinnt meistens doch die Bank.
Ich würde Ihnen gerne einen Link zu einem YouTube-Video schicken. Nur das Beste. 50.000 Euro Auto, 10.000 Euro Uhr. Was will man mehr? Also ja, ein sehr nettes Video. Ich habe bis jetzt noch keinen erlebt. Also wirklich niemanden, der jemals einen solchen Betrag, im Video ist ja die Rede von 65.000 Euro im Jahr, auch letztlich ausgezahlt bekommen hat. Ich frage mich, wie könnte man herausfinden, wie gut so ein Video funktioniert? Wie viele da tatsächlich mitmachen? Am besten selber mal ausprobieren. Ich werde zum Investment-Guru mit einem eigenen YouTube-Clip. Die wichtigsten Utensilien, eine billige goldene Uhr und natürlich ein dickes Auto, das wir für einen Tag gemietet haben. Leute, stellt euch vor, 100.000 Euro in 2 Monaten und dann könnt ihr euch das hier leisten. Für ein Auto, Leute, guckt es euch an. Ich brauche immer einen, wo er aussteigt. Das gibt's auch mal so. Wo er schon einmal drin saß, dann steckt er wieder aus und macht, erzählt es nochmal. Und dann sitzt er wieder im Auto. Leute, yes! Ja! 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 Ihr glaubt es nicht! Ich habe in den letzten 2 Monaten 100.000 Euro gemacht. 100.000 Euro! Diese Uhr, dieses Auto, es kann euch morgen schon gehören. Sei dabei und mach mit. Krass, 2.733 Aufrufe schon. Genau, ein Tag ist es jetzt online, gestern Abend online gegangen, 2.700 Aufrufe, 14 Daumen nach unten. Oh, fuck. Und nur einer nach oben. Einer nach oben. Kommentarfunktion haben wir ausgestellt, damit die Leute nicht erkennen. Aber wir haben tatsächlich auch ein paar WhatsApp. Geil, haben sich schon Leute angemeldet? Mhm. Was, schon 14 Leute sind in der Gruppe? 14 Leute sind im Moment in der Gruppe. Einer hat sich schon abgemeldet, es waren mal 15. Ja, wir müssen denen jetzt mal allen was schreiben, glaube ich, um die hinzuhalten. Hallo. Achso. Derzeit arbeiten unsere Experten noch an zielstrebig. Zielstrebig an einem Algo. Gut, muss jetzt mal gucken, wie man schreibt. Mit großen wahrscheinlich. Hab ich, das war der große einzige Fehler? Ja. Nee. Nochmal ein H. Oh, ganz anders. Newsletter versenden, sicher? Ja. Währenddessen suche ich weiter nach Julian, besser gesagt nach den Silos in seinem Video. Eine echte Affenarbeit, eigentlich aussichtslos. Ja, ich habe leider ein bisschen schlechte Nachrichten. Tatsächlich ist es so, dass ich mit noch mehr Silo-Herstellern telefoniert habe und die haben zum Teil ganz schön großen Aufwand betrieben. Die haben das zum Teil an alle Monteure, die sie im Außendienst haben, unsere Fotos verschickt. Crazy, okay. In der Hoffnung, dass das irgendjemand kennt. Leider hat das noch nie irgendjemand gesehen. Ja, keine Ahnung. Scheißdreck. Irgendwie bin ich gerade so ein bisschen am Punkt angelangt, wo ich nicht mehr weiter weiß. Das appt jetzt ab. Scheiße. Aber es gibt noch was Lustiges, was anderes Neues. Und zwar gibt es ein neues Video bei YouTube. Yeah! Wir sind immer gut. Rudi Lamborghini! 200.000 Euro in 6 Monaten. Einfach nur geil. Auszahlung letzte Woche. Komm in die Gruppe. Was hast du zu verlieren? Yeah! Und das sagen die Jungs in der Gruppe dazu. Bester Mann, Markus. Danke. Jetzt fahre ich AMG, mein Freund. Und jetzt gebe ich richtig Gas. Und bei diesem Bild, da
wenn du mal guckst, bei diesem Bild, da habe ich gedacht, das Auto kenne ich doch irgendwoher. Das ist der weiße Lamborghini. Guck mal, und dieses Lenkrad. So, und dann habe ich mir das andere Video geöffnet, das hier. Und guck mal das Lenkrad an. Okay. Also gleiches Modell. Ich habe gedacht, das ist das gleiche Auto. Dann habe ich ein bisschen weiter geguckt. Und da ist mir aufgefallen, dass hinten das Fenster verdunkelt ist. Mhm. So, und in dem zweiten Video ist das Fenster auch verdunkelt. Vielleicht hängen die beiden Videos also irgendwie zusammen. Wir sind auf dem Weg nach Baden-Württemberg in den Rhein-Neckar-Kreis. Dort sind Autos mit dem Kennzeichen HD zugelassen. Vielleicht kennt hier jemand den Typen aus dem Video. Zugegeben, eine ziemlich verzweifelte Aktion. Ob Sie die Personen, die da zu sehen sind, kennen oder mir sagen können, wo das Video gedreht worden ist? Wo genau, weiß ich jetzt nicht. Nee, ich habe das mal auf Facebook irgendwo mal gesehen gehabt, das Video auch. Und kennen Sie den Hintergrund irgendwie? Könnte das hier in der Region sein? Schwierig. Kennt ihr nicht den Typen? Nein. Nee. Keine Ahnung. Nee, kann ich leider nicht sagen. Bisher hatte ich Sorge, blockiert zu werden. Jetzt schreibe ich dem Lamborghini-Typen einfach. Na, was schreibst du jetzt? Ich habe geschrieben, dass ich Journalist für den NDR bin und gerade in Sinsheim bin und Sie gerne treffen würde und mich freuen würde, wenn Sie dafür Zeit hätten. Ich habe inzwischen einen Tipp bekommen. Ein Volltreffer. Tatsächlich weiß nämlich jemand, wem das Nummernschild des Lamborghinis gehört. Ich habe vorher angerufen. An der Adresse ist ein kleiner Friseursalon. Allerdings ist hier weit und breit kein Lamborghini zu sehen. Guten Morgen. Ist offen. Guten Morgen. Hi. Erika Müller gehört der Laden. Ich zeige ihr das Video. Sie kenne die Leute darin nicht, sagt sie. Und sie ist ziemlich erstaunt, das Kennzeichen darin zu finden. Es gehört ihrem Sohn Mirko. Aber auch der habe mit der Sache gar nichts zu tun, behauptet sie. Und der Lamborghini? Ja, krass. Ja. HDMM 1995. Das ist kein Lamborghini. Die Farbe stimmt zwar, aber genau, ist kein Lamborghini. Ein Mitsubishi Spacer. Ja. Wieder eine Sackgasse. Aber dann, kaum sind wir heraus, schreibt tatsächlich der Typ von der Lamborghini-Gruppe. Den Sohn der Friseurin kenne er angeblich auch nicht. Ihm ist das Ganze offenbar unangenehm. Er spielt alles herunter. Ja, wir haben uns jetzt doch ins Hotel einquartiert. Zum einen, weil die Gruppe mit diesem Lamborghini, hat der Typ uns tatsächlich jetzt geantwortet und hat geschrieben, dass das Kennzeichen in dem Video, das man an dem Lamborghini sieht, nur eine Requisite aus dem alten Werbevideo sei. Aber das Werbevideo haben wir schon vor mehreren Monaten offline genommen, beziehungsweise vor mehreren Wochen. Dann habe ich geschrieben, okay, und warum habt ihr das Video rausgenommen und wo habt ihr es eigentlich gedreht? Und dann schreibt er, es war witzig und es ist viral gegangen. Die Sprüche im Video wurden gut aufgenommen, aber es hat kaum Glaubwürdigkeit transportiert. Ja, das stimmt. Daher ist es ein Verlustgeschäft, es zu bewerben. Wir haken es jetzt mal als Studentenprojekt ab. Das finde ich mega strange, die Erklärung. Er ruft an. Christian Dicker. Hallo, hier ist Christian. Wir würden das tatsächlich gerne die nächsten Tage machen. Vielleicht wäre es sogar ganz interessant. Also überlegst dir, es wäre tatsächlich interessant, das an der gleichen Stelle zu machen. Ja, alles klar, sehr gerne. Super, bis dann. Danke. Ja, tschüss. Okay, krass. Jetzt bin ich gespannt. Also er belegt sich das mit dem Interview. Ich schätze mal, dass es klappen wird. Er meldet sich in den nächsten 2 bis 3 Stunden. Sie haben das Nummernschild neben so einer Kfz-Zulassungsstelle, haben sie einfach ein Fantasienummernschild angeblich sich prägen lassen und haben das mit Klebeband an den Lamborghini rangeklebt. Und die dicken Autos haben sie sich einfach beim Autovermieter geliehen für einen Tag. Und sie hat gesagt, sie hätten großen Spaß bei dem Dreh gehabt.
Habe ich gesagt, das kann ich mir vorstellen. Wie wir auch. Ja, wie wir auch, ja. Apropos, was macht eigentlich mein dämliches Fake-Video? Ihr glaubt es nicht, ich habe in den letzten 2 Monaten 100.000 Euro gemacht. Das Video wurde leider gelöscht. Scheiße, warum? Die glauben, dass es ein bisschen fadenscheinig eventuell ist und irreführt die Leute, die darauf klicken. Ist nicht so ganz von der Hand zu weisen. Und deswegen hat YouTube das Video gelöscht. Ich habe schon Beschwerde eingelegt, aber bis zu dem Löschungsdatum haben es tatsächlich 12.474 Leute gesehen. Krass. So, und jetzt kommen wir mal zur WhatsApp-Gruppe. Da haben wir im Moment, ich kann mir die, das sind die Chats, 53 Leute warten noch auf Antwort von dir. Nutzer haben wir im Moment 59 aktive. Krass. Okay. 4 Abmeldungen. Also wir hatten insgesamt 63 Leute. Okay, wenn wir jetzt mal rechnen, von den 63 hätten sich 20 tatsächlich angemeldet bei diesem Trading-Quatsch, mhm, den wir ja nicht gemacht haben. Aber wenn wir mal angenommen, wir hätten das gemacht dann und wir hätten sowas wie 300 Euro pro Anmeldung bekommen, dann wären das 6.000 Euro, hätten wir dann verdient. Hätte ich jetzt auch gerechnet, ja. Krass, und wenn du jetzt mal überlegst, das Originalvideo hatte 6 bis 7 Millionen Aufrufe, wenn sich, da kann man abschätzen, wie krass Kohle man da tatsächlich mitmachen kann. Inzwischen haben wir alle Mitglieder der Gruppe darüber aufgeklärt, dass das Ganze ein Fake von uns war. Ich habe tagelang mit dem Typen hinter der Lamborghini-Gruppe geschrieben. Woran ich nicht mehr geglaubt habe, er kennt tatsächlich den Typen von der Julian-Gruppe, den Mann, den ich die ganze Zeit gesucht hatte. Und er hat mir versprochen, ihn mitzubringen. Ja, wir sind schon wieder in Süddeutschland und zwar schon wieder tatsächlich auf dem Weg nach Sinsheim. Die beiden haben sich jetzt tatsächlich bereit erklärt, sich mit uns zu treffen und auch ein Interview zu geben. Sie haben dafür zwar sehr viele Bedingungen gestellt, aber in erster Linie bin ich gespannt, ob sie jetzt tatsächlich überhaupt kommen. Wir sind schon hier. Wenn ihr am Stadion vorbeifahrt, ist rechts ein großer Parkplatz. Die beiden wollen um jeden Preis anonym bleiben. Ich kann ihre Identität nicht prüfen. Ja, das sind und ich kann auch nicht mit Sicherheit sagen, ob sie wirklich hinter den Videos stecken. Sie kommen sogar mit Masken zum Interview. Kannst du ein bisschen was über das Video erzählen? Wie lief der Videodreh? Woher kam das Auto etc.? Das war eigentlich alles relativ, ich sag mal, ja, so mit Hemdsärmeln, also relativ amateurhaft. Wir haben uns da irgendwann mal einfach hingestellt, das Video gedreht, alles spontan, ohne Skript. Sieht man ja auch in dem Video, das wirkt ja auch total amateurhaft. Mhm, so stimmt. Ist das Video im Grunde genommen entstanden. Kannst du was sagen zu der Person, die im Video auftritt und zu dem Auto? Möchte ich aus persönlichen Gründen eigentlich nicht machen, aus Datenschutzgründen. Die Leute, die in deine WhatsApp-Gruppe kriegen willst und da Werbung schalten willst, da brauchst du irgendwie, da muss das knallen, ja. Also habe ich Folgendes gemacht, habe mich da mit ein paar Kollegen zusammengetan. Wir haben das Video, das ist ja bekanntermaßen, das kennst du ja, haben wir das Video einfach gedreht, na, haben uns da 3 Autos hingestellt. Alle haben irgendwelche Sprüche, die habe ich mir vorher aufgeschrieben. Ich habe einfach so ein bisschen Recherche gemacht, irgendwie, was sagt man heute, Bruder, Budi, solche Sachen, ja. Und es musste irgendwie einfach witzig sein und vor allem musste es halt viral sein, ja. Deswegen habe ich zum Beispiel auch, um den viralen Effekt noch so ein bisschen irgendwie zu verstärken, habe ich zum Beispiel, muss ich ehrlich sein, auch bei so Social Media Agencies heißen die, kannst du ja auch so Botklicks kaufen. Ja, das habe ich auch gemacht, sodass das Video irgendwie in kurzer Zeit irgendwas natürlich 1 Million Klicks hatte. Und das sah dann natürlich so aus, als wäre das Video übelst beliebt. Ne? Dann kam das irgendwie auf die Trends und so. Also so kriegt man ein Video auch viral gepusht. Was sagt ihr zu dem Vorwurf, dass ihr durch diese Art der Videos, die ihr online gestellt habt, auch Leute in die Gruppen und damit auch zum Trading lockt, sage ich mal, die vielleicht gar nicht dafür das Wissen und das Können haben, um dieses Trading überhaupt zu machen? Naja, also das Können und das Wissen wird abgefragt, wenn du dich anmeldest bei dem Broker. Also wenn du dich neu anmeldest und jetzt deinen Namen, deine E-Mail-Adresse und so weiter eingibst und du möchtest jetzt beispielsweise anfangen zu traden mit, sagen wir mal, 100 Euro Einlage, dann musst du einen Test erfüllen und da musst du auch bestimmte Fragen richtig beantworten, die eben genau diesen Umstand prüfen, ist der denn
vom Wesen her dafür geeignet, CFD-Trading zu betreiben. Aber zum einen ist es so, dass man die Fragen natürlich auch unwahr beantworten kann. Zum anderen kann man auch sagen, ich bin mir des Risikos trotzdem bewusst, obwohl ich nicht dafür geeignet bin und will das trotzdem machen. Ich gebe jetzt grundsätzlich recht, aber es ist ja auch so, zum Beispiel, wenn du jetzt, sagen wir mal, 100 Euro hast am Anfang und in der Regel jeder normale Mensch würde da 100 Euro am Anfang einzahlen. Dann gehst du hin, dann tradest du mit 100 Euro und angenommen, innerhalb von einer Woche machst du die falschen Trades und verlierst diese 100 Euro. Dann, wenn dir diese 100 Euro wichtig waren und du sagst, oh, das hat mir jetzt wehgetan, dann würdest du doch sagen, nee, das lasse ich lieber sein. Einerseits ja, andererseits gibt es, glaube ich, genügend Beispiele von Leuten, die dadurch erst recht weitermachen und wie beim Glücksspiel denken, jetzt ist beim nächsten Mal kommt meine Chance. Richtig, das habe ich einerseits nicht unter Kontrolle, andererseits oder zum Zweiten partizipiere ich ja auch überhaupt nicht an den Verlusten. Aber trotzdem hast du sie überhaupt erst dahin gebracht. Naja, was heißt, ich habe sie dahin gebracht? Ich habe halt Leuten gezeigt, dass es die Möglichkeit gibt, im Internet zu traden, richtig, ja. Du hast richtig Werbung dafür gemacht, um Geld zu verdienen. Ja, okay, ja. Sind die Gewinne, die ihr in den Gruppen postet, sind die echt? Du meinst die Erfolgsmeldung, die Screenshots, die sind authentisch, ja. Und wie überprüfst du, ob das echt ist? Naja, also ich gehe einfach mal davon aus, dass jemand, der in der Gruppe ist, der mit mir chattet, dass der jetzt keine wirkliche Motivation hat, irgendwelche falschen Fotos mir zu schicken. Ich hab's mal ausprobiert. Ich habe tatsächlich dir mal Tausender Bündel geschickt oder mehrere Tausender Bündel. Ja. Das war der Barbestand der NDR-Kantine. Okay. Und das hast du auch gepostet. Ja, das mag sein. Also wie gesagt, ich kann das ja auch gar nicht. Ich meine, wie soll ich das überprüfen? Wir haben alle Richtlinien eingehalten und haben uns an alles gehalten, was man halten kann. Wir haben nirgendwo Dinge versprochen. Wie gesagt, Risikohinweise waren im Video drin, sind unterm Video und sind, ich glaube, du musst die 3-4 Mal bestätigen, bevor du dich da anmeldest, dass du da dieses Risiko gelesen hast und dass du weißt, worauf du dich einlässt. Vor dem Hintergrund finde ich es schon vertretbar, wenn man das macht. Also ich kann eure Argumente, eure formalen Argumente kann ich nachvollziehen, aber ich persönlich finde schon, die Eindruckserweckung des Videos ist, dass es einfach jeder schaffen kann und dass es für alle möglich ist, egal ob man... Ja, aber wenn du ehrlich bist, theoretisch kann das auch jeder schaffen. Theoretisch, genau. Ich bin am Ende der Recherche. Was ich verstanden habe, es profitieren offenbar alle, die Broker, Julian und die anderen Videohainis, nur nicht die, die reich werden wollen. Eins ärgert mich aber. Ich weiß immer noch nicht, wo der verdammte Ort mit den Silos ist. Der Maskenmann verrät es mir einfach nicht. Er schickt nur dieses neue Video. Ein Bekennervideo. Heute ist der 12. Februar 2018 und hier sieht man im Hintergrund den Drehort vom Video. Das war die erste Folge von Steuerung F. Du hast gesehen, mit dem Reichwerden im Internet ist das so eine Sache für sich. Ich sag dir aber trotzdem jetzt, komm in die Gruppe und zwar komm in unsere Gruppe, abonnier diesen Kanal, dann kannst du nämlich jeden Dienstag eine neue Reportage sehen. In der Videobeschreibung unten findest du unseren Twitter-Account, unser Instagram-Profil und wie wir bei Facebook zu finden sind. Und falls du selbst Erfahrungen gemacht hast mit Trading im Internet oder du uns dazu irgendwas mitteilen möchtest, dann schreib uns gerne eine E-Mail oder schreib in die Kommentare unten. Schreib uns vor allem auch dann gerne, wenn dir irgendein Thema unter den Nägeln brennt, dem wir mal nachgehen sollten.